Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Niantic hat mal wieder einen Fehler gemacht. Die hatten nämlich für eine Woche lang die Shinies von den Raid-Bossen ausgeschalten. Das heißt, ihr konntet Alo, Cliff und Sierra machen und habt kein Shiny bekommen, obwohl die ja normalerweise im Spiel sind. Um das wieder gut zu machen, haben sie jetzt eine kleine Box in den Shop gelegt. Da kriegt ihr unter anderem 3 Rocket-Radare für die Rocket-Bosse als Wiedergutmachung. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Könnt ihr euch abholen. Guckt mal in den Shop. Ist, glaube ich, noch bis zum 10. November oder so ist das noch drin. Könnt ihr euch also kostenlos abholen. Da sind noch ein paar Bälle drin. Das sind Beleber, irgendwas. Keine Ahnung. Sternstücke, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall waren 3 Rocket-Radare dabei. Deswegen werde ich jetzt nochmal losgehen. Werde mir nochmal Alo, Sierra und Cliff suchen. Und werde die 3 nochmal wegklatschen. Damit ihr nochmal seht, welche Konter man nimmt oder mit welchen Kontern ich das immer mache. Sag mal es lieber so. Und ja, habe natürlich Eierplatz gemacht, dass ich mir auch direkt wieder 3 12 Kilometer Eier gönnen kann. Das Eiervideo, wie ich die letzten ausgebrütet habe, kommen dann irgendwann die Tage online. Und für euch müsste heute auch der Knogger Raid Day sein. Dazu vielleicht dann morgen ein Video, mal gucken, ob wir eine Gruppe zusammenbasteln können, die da losgeht und ein bisschen Knogger raidet. Bin ich mir noch unsicher. Das Interesse ist, glaube ich, nicht so groß, aber 5 gratis Raid-Pässe kann man ja gerne mal mitnehmen. So, da sind wir also angekommen und wie ihr seht, hier ist gleich Sierra und Cliff beide gleichzeitig. Das ist auf jeden Fall sehr cool, denn so müssen wir uns nicht bewegen, können hier einen Rocket-Radar einsetzen, nehmen, wie es hier vorgeschrieben ist, beziehungsweise was wir beim letzten Mal schon genommen haben, natürlich wieder das Lucario. Hä? Lucario, wo bist du? Hier ist es, es war tot. Ja, kein Wunder. Normalerweise nehme ich immer Regirock am Anfang, um die Schilde rauszulocken. Dann Kyogre und Despotar, jetzt nehmen wir das Ganze mal mit Lucario. Müsste auf jeden Fall auch gehen, kann auch fix die Schilde rausloggen. Wir machen mal gegen Cliff. Ich habe nämlich gemerkt, seitdem die Pokémon gewechselt haben, kommt das Regirock nicht mehr so gut klar. Aber das Lucario umso besser, denn ihr seht schon hier, gerade gegen das Ammonita sind wir auch direkt sehr effektiv. Und so effektiv wie wir sind, so tot sind wir auch gleich. Wir können trotzdem einmal hier einen Steigerungshieb durchbringen, ein Schild rausloggen und da der Angriff jetzt stärker ist, müsste das direkt weg sein. Jetzt müssten wir gleich einen Steigerungshieb auf das nächste noch machen können. Das Maromai. Gegen Maromai habe ich bis jetzt auch noch nicht gekämpft. Ist also auch neu. Ich weiß gar nicht, was sie sonst immer als zweites mit drin haben. Es gibt ja immer 3 verschiedene Kombinationen, glaube ich. Jetzt also hier versucht, beim Maromai drauf zu hauen. Und wir sind raus. Nehmen natürlich nicht das Despotar, sondern das Kyogre. Denn gegen Despotar wäre das Maromai auch wieder effektiv. Jetzt können wir hier ein bisschen drauf knallen, Schild hoch pushen. Ach, Schild, wir können die Energie sammeln auf jeden Fall. Der Quick Move müsste auch ausreichen, den jetzt hier noch wegzuhauen. Seine Verteidigung sinkt sowieso. Wir haben noch ein Schild übrig, er hat kein Schild übrig und packen den Surfer jetzt komplett auf sein letztes Pokémon, was natürlich ein Despotar ist, was also auch eine Wasserschwäche hat. Das heißt, mit dem Surfer könnten wir es vielleicht sogar schon beenden. Nee, noch nicht ganz, aber wir haben ja den nächsten auch noch aufgeladen. Also den nächsten Surfer drauf und dann Surfer. Surfer? Surfer? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist es also weg. Das war Cliff. Wir gucken natürlich auch ganz kurz, was er für ein Pokémon hat, hinterlassen hat und ob es ein Shiny ist. Ich hoffe, die haben das jetzt wirklich wieder behoben. Weil sich beschwert wurde, dass der Weitwinkel zu weit ist, habe ich diesmal einen kürzeren Winkel eingestellt. Mal gucken, ob das besser ist. Mal gucken, ob ich überhaupt die Kamera behalte oder nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Bin immer noch am Rätseln hin und her. Und es ist ein Ammonitas. Natürlich wieder kein Shiny. Ich habe bisher immer noch kein einziges Rocket Crypto Shiny bekommen. Also soll wohl nicht so sein. Vielleicht irgendwann in 100 Jahren. So, wir verkürzen das Ganze mal und werfen einfach hier so eine blöde Beere drauf. Und dann machen wir natürlich gleich Sierra, die daneben steht und das genau mit demselben Team.
müssen also nur heilen, müssen gar nicht groß überlegen, gar nicht groß auswählen. Deswegen, jeder, der ein Lucario hat, max das mal, gebt dem eine coole Attacke. Wie gesagt, ich brauche eigentlich immer nur den Steigerungshieb, gerade für die Rocket Stops. So, das Lucario müssen wir beleben. Das Kyogre heilen wir und gehen direkt auf Sierra. Ich habe gar nicht geguckt jetzt, ob ich ein Ei bekommen habe, aber müsste natürlich so sein. Ich hatte auf jeden Fall drei oder vier Plätze hatte ich frei. Ja gut, Pokémon-Platz brauche ich ja auch. Aber habe ich ja, sonst hätte ich ja das Pokémon eben nicht fangen können. Das ist natürlich nicht so schön. Ein Traumato, aber es macht auf jeden Fall keinen Schaden. Also keinen großartigen Schaden bei mir. Das heißt, wir können da in Ruhe wieder die Schilde rausloggen. Hier bräuchte man auch gar nicht drücken. Ihr könnt eure Energie eigentlich aufsparen. Macht einfach Steigerungshieb. Drückt nicht auf den Bildschirm. Lasst das einfach vorbeifliegen. Er wehrt ja eh ab. Ne? Macht das dann, wenn er durchgeht, dann ist es wichtiger. Jetzt haben wir ihn schon zweimal gesteigert. Wäre sinnvoll, den nochmal zu machen, bevor er überhaupt mit seinem Move einmal durchkommt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das Ammonitas ist auf jeden Fall der heftigere Gegner im Gegensatz zu dem Traumado, denn das ist weg und hat eigentlich gar nichts gemacht und wir haben noch über die Hälfte an Energie voll. Jetzt hier Torhido. Ich hätte nicht mal den Charge Move machen brauchen, das wäre auch beim Quick Move einfach direkt umgefallen, wie ihr gesehen habt. Was ihr seht und hier auch, guckt ihr das an. Was nimmt man gegen Sierra? Jetzt, wo sie kein Lapras mehr hat, Lucario, obwohl Lapras ja auch eine Kampfschwäche gehabt hätte. Trotzdem, schön Mundschutz tragen auch im Spiel, ist auch wichtig. 1000 Staub noch mitgenommen. Hier ist das Ei, das habe ich vorhin wahrscheinlich verpasst, weil ich die Kamera rumgezerrt habe. 1228 ist auch nicht so heftig. Wir haben die IV auch gar nicht ausgecheckt bei dem Pokémon, was wir bekommen haben. Das machen wir gleich noch. Wenn wir den Alo noch gefunden haben und besiegt haben, dann können wir alle drei nämlich mal bewerten. Dann ist es spannender, wenn wir uns das bis zum Schluss aufheben. Jetzt hier das Traumado noch fangen. Auch wieder kein Shiny. Ist jetzt aber im Sack. Und dann würde ich sagen, suchen wir Alo und melden uns zurück, wenn wir Alo gefunden haben. Wir haben ja immer noch ein Rocketradar übrig. Ihr seht hier in der Umgebung, da unten ist viel los, da oben ist weniger los. Ich werde mich also mal nach da unten begeben und dann sicherlich irgendwo auch auf Alo treffen. So, wir haben Alo gefunden. War natürlich nicht so schwer. Und guckt mal, ich bin jetzt hier beim Theater, ne? Und alles ist nass, weil es die ganze Zeit regnet. Und hier haben gerade noch die Autos gestanden und sich gefreut. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Ich sitze jetzt einfach hier auf dem Boden, um mich ein bisschen unterzustellen. Euch stelle ich hingegen mal hier ab. Beziehungsweise ihr könnt noch ein Stück nach oben. Ungefähr so. Wir machen jetzt noch Alo. Und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, nehmen wir jetzt mal Lucario vorne rein. Hahaha, was für ein köstlicher Scherz. Nein, auf jeden Fall wieder dasselbe Team und ihr habt eben gesehen, gegen Sierra, ein Pokémon hat gereicht gegen Sierra. Mal gucken, wie es gegen Alo aussieht und nutzt das wirklich. Gönnt euch drei kostenlose Rocket-Bosse. Ich meine, die Rocket-Bosse an sich sind sowieso immer kostenlos, weil wenn ihr Rocket-Rübel bekämpft, das kostet ja nichts. Wenn ihr genügend Rübel bekämpft habt, um einen Radar zusammenzubasteln und den Boss zu bekämpfen, das kostet ja nichts. Die sind ja eigentlich sowieso immer kostenlos, aber es gibt halt viele Spieler, so richtig kranke, perverse Spieler, die kaufen sich regelmäßig Rocket-Radare und, weiß ich nicht, die haben einfach nicht die Geduld, 6 Rüpel zu machen. Die kaufen direkt ein Rocket-Radar nach dem anderen, um einfach von Rocket-Boss zu Rocket-Boss zu springen. Würde ich auf jeden Fall nie machen, auch wenn ich jetzt langsam verstehe, wie geil das sein kann. Wenn ihr einfach einen Boss besiegt und den nächsten Boss besiegt und den nächsten Boss besiegt, da ist das mit den Rüpeln dazwischen schon irgendwie richtig nervig. Und es hat irgendwie was, wenn ihr wirklich von Boss zu Boss springen könnt. Wir hätten das Lucario jetzt auch nicht sterben lassen müssen. Wir hätten schon vorher auf Kyogre wechseln können. Wir warten aber jetzt ab, laden unsere Attacke auf, haben immer noch die 2 Schilde, sind beim letzten Pokémon. Hier noch ein Sherox dabei.
Da nochmal zwei Server drauf. Ist also auch eine lockere Sache, wie ihr es seht. Also gönnt euch drei kostenlose Rocket Bosse. So werde ich das Video auch, glaube ich, nennen. Wieder ein bisschen Verwirrung stiften und so. Wie gesagt, bis zum 10. November habt ihr, glaube ich, Zeit, diese Box abzuholen. Und würde ich auf jeden Fall machen. Auch Leute, die sonst so gut wie nie Rocket Rüpel machen oder Rocket Bosse spielen, nehmt die einfach mal mit. Vielleicht werdet ihr sie irgendwann noch brauchen oder gerade für die Mewtwo-Forschung, die vielleicht noch da ist, könnt ihr das natürlich auch nutzen. Jetzt fangen wir den noch kurz. Da gab es wieder ein Ei. Wunderbar, so muss das sein. 1229. Ihr habt bestimmt da schon 4000 stehen oder noch mehr. So, 9 Bälle. Beim Erlösen bin ich immer noch hinterher. Ich muss noch so viele Sachen erlösen. Aber ich wollte ja immer nur die 1000er erlösen. Mittlerweile habe ich schon begonnen, 3000er Staub-Pokémon zu erlösen, was natürlich wieder richtig teuer wird, auf die Dauer gesehen. Wir fangen jetzt hier das Vulcano. Und das bewerten wir dann direkt. Und dann bewerten wir auch die zwei anderen, um mal zu gucken, ob vielleicht doch noch was Gutes dabei war. Eine Bewertung gestartet und, ja toll, 0, 0, 10, 5. Diesmal haben wir es wenigstens richtig bewertet, ne? Grüße gehen raus an Benjamin und Sören und alle, die gegrüßt werden wollen, natürlich. Wo wollte ich jetzt hin? Hier, genau. Jetzt aber auf zuletzt gefangen. Da ist das Vulcano doch bestimmt das Schlechteste aus der ganzen Runde. So, 0, 10, 5, damit wir es mal lernen, ne? Dann beim Traumado haben wir 13, 2, 10, korrigiert mich. Und beim Ammonitas 1, 5, 7, nee, 6, 7, 1. Wenn das eine 1 ist, dann muss das unten eine 7 sein, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war also nix, trotzdem Hammer. Jetzt wieder 3 Eier dazu bekommen und wenn ich wieder 9 Stück zusammen habe, werde ich die 12 auch wieder ausbrüten. Habt ihr schon eure 3, jetzt mal hier wieder gerade stellen, ne? Zack. Habt ihr schon eure 3 Rocket-Radare abgeholt? Habt ihr schon die 3 Rocket-Bosse gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen vielleicht mal gucken, dass ich die Alola Knogger Raids mache. 5 Stück, da ein kleines Raid-Video, Zump-Bastel von Lobby zu Lobby zu Lobby. Könnte man eigentlich auch als Livestream machen, unterwegs mal mit dem Handy, wie Sabrina, aber weiß nicht. Wenn ich so am Handy fixiert bin, kann ich mich weniger auf die Raids konzentrieren. Das kann ich nur am PC. Also, wir sehen uns auf jeden Fall. Viel Spaß euch. Holt euch die Box bis zum 10. November. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.